Heute teste ich das Kai Sackmann Messer, das Sacki Messer. Mit Kaidex-Scheide und Feuerstahl. Und wenn du wissen willst, was ich davon halte, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop bei Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Das Sacki Messer. Wie komme ich zu dem? Der Flori war bei einem Erste-Hilfe-Seminar und hat es mitgebracht und gesagt, René, magst du das testen? Soll ich es dir da lassen zum Spielen? Und ich, ja, deswegen habe ich es jetzt. Ich muss dazu sagen, ich habe nichts recherchiert. Ich weiß nichts über das Messer. Ich weiß nur, dass es bei Schmiedeglut angeblich gemacht wird. Und das ist jetzt alles Halbwissen. Ich möchte es nur testen und meine Meinung dazu kundtun. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das im Lieferumfang enthalten. Der Flori hat dazu nichts gesagt. Das ist ein Feuerstahl und eine Kaidex-Scheide. Da passt das Messer wunderbar rein. Das ist super, das ist wunderbar. Das ist in Ordnung. Ich gehe mal davon aus, dass das Standard ist. So, dann hat man hier, da steht, ist das Sacki-Logo, das ist schon etwas verblasst. Ich glaube, weil der Flori das auch schon ein bisschen im Einsatz hatte. Und das ist jetzt der Griff, ja, mit Paracord, und das liegt interessanterweise gut in der Hand. Ich habe schon einige Paracord-Wicklungsmesser-Griffe vorgestellt oder mit Leder, und das ist immer so eine Sache. Aber das ist beim Arbeiten überhaupt kein Thema. Das tut nicht weh, das reibt nirgends. Das gefällt mir irrsinnig gut. Dann hier, bevor wir jetzt dann mal was arbeiten, hier ist ein Schutz, ein Pariersteg. Ja. Super. Ja, ist genau an der richtigen Stelle. Man kann das Messer aber trotzdem gut greifen. Es ist schön zum Arbeiten. Das werden wir gleich alles sehen. Dann hier hinten eben diese Schlaufe. Das ist auch ganz gut, ne, dass wenn man dann irgendwas anderes tut und dann wieder zugreifen mag, dann kann man das sehr, sehr gern tun. Da keine, die Chimping, glaube ich, heißt das, ich merke mir das auch nicht, ist mir auch egal. Also diese kustigen Rillen, damit man da viel besser greifen kann, das braucht man beim Schnitzen eher nicht so. Das mag bei einem Einsatzmesser durchaus sinnvoll sein, aber da nicht. Der Klingenrücken, der ist schön scharf. Dann die Klinge. Ich weiß nicht, ob die standardmäßig so spiegelpoliert ist. Das mag ich sehr, sehr gern, weil das hat natürlich den Vorteil, dass man, wenn man ein Survivalist ist und gesehen werden will, da teilweise noch ein bisschen signalisieren kann. Das ist nur in gewissen Einsatzbereichen sinnvoll, aber besser als nichts. Der Taktiker wird das nicht mögen, weil, weißt du, wenn das aufblinkt und dann sehen die das 5 Kilometer entfernt und dann kommen sie, also das wäre schlecht. Gut, aber das ist ja mir egal. Sonst insgesamt sehr schön verarbeitet, da gibt es einmal gar nichts. Und jetzt halte ich das Maul und wir spielen damit. Also, ich weiß nicht, ob das standardmäßig so geschliffen ist und so gemacht ist, aber das ist halt schon ein cool, also das ist da zumindest dieses Candy, und das beißt richtig schön rein natürlich, ja, das merkt man dann auch gleich. Das Messer ist sehr robust, es ist sehr führig, ja, ist wirklich nett gemacht, also Power Cut kann man schön machen, weil es hier keine irgendwelche, du musst das Messer genauso halten, vom Designer her vorgesehene Griffhaltungen sind. Das kann ich so machen, wie ich das mag. Ah, das ist nämlich Buche hier, also auch wirklich hart. Dafür geht das wirklich gut durch. Und was natürlich bei dem Messer auch möglich ist, du kannst hier rausbrechen, weil es stabil genug ist. Also das ist mal alles okay. Und jetzt wollen wir mal feinere Arbeiten machen. Na gut, dann machen wir ein paar feinere Arbeiten hier von der Kante. Also für die Feathersticks ist halt der Scandi für mich persönlich, ich mag da halt den Flachschliff oder den Balligen ein bisschen lieber, weil das ist so schnittig, das fährt so rein, aber das liegt nicht nur am Scandi, also zum Beispiel bei einem Opinel, das meiner Meinung nach ein balliger Schliff ist, ne? Da ist das auch so, aber meine Güte, ich müsste mich erst so richtig an diese Klingengeometrie hier gewöhnen. Also wenn ich zu steil ansetze, dann bin ich gleich drin, also muss ich ganz fein drüber. Und ja, ich meine, das ist eh ganz fein, aber sie wollen sich da nicht so richtig aufrollen. Jetzt kann man sagen, Reini, musst du mehr üben? Ja, ich will mit dem Messer aber gar nicht so viel üben, weil das nicht meins ist. Und das sage ich auch gleich dazu, ich werde mir keines kaufen. Aber nicht, weil es schlecht ist, sondern weil das für mich, ja, ich habe so viele Messer und nichts gegen den Sacki, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, ich finde den Mann extrem sympathisch. Nur, ja, ich brauche das nicht, ja. Ich brauche es wirklich nicht. Es ist kein Messer für mich, das ich unbedingt benötige. Jetzt probieren wir es mal so, okay. Du siehst, da kann ich doch ein bisschen Strukturen runterarbeiten. Das ist jetzt schon gut, das gefällt mir wiederum besser. Ja, schau, da habe ich jetzt ganz feines Material, das ich zur Verfügung habe. Also ich brauche das jetzt nicht probieren, mit dem Feuerstahl anzuzünden, das ist zu wenig.
Ja, und auch weil das Holz ein bisschen feucht ist, aber das soll so sein. Der Feuerstahl, der dabei ist, weiß ich nicht, ob, was der genaues machen kann oder was der genaues soll. Auf jeden Fall, das funktioniert. Hier diese Auslähmung, das passt mal. Feuerstahl ist relativ weich, aber nicht unangenehm. Alles schön, ist alles gut. Das passt einmal. Und auch die Bedienung ist gut möglich, speziell wenn man komplett durchzieht. Schauen wir uns einmal an, wenn wir von vorne ziehen. Ja, da ist er halt ein bisschen zu weich. Für das ist er ein bisschen zu weich, aber das macht alles nichts. Ja, durchaus brauchbar. Ja, und dann wollen wir natürlich einmal ein bisschen batonieren. Und das geht natürlich gut. Das war von vornherein klar. Es ist so, dass die Klingenbreite ist so gemacht, die ist wirklich allround-mäßig gemacht. Sie kann von allem ein wenig. Ja. Also meiner Meinung nach ist das ein richtig schönes Allround-Messer, mit dem du einerseits Schnitzarbeiten machen kannst, aber auch etwas härteres. Also es ist jetzt nicht ganz so dünn wie zum Beispiel ein Manley Patriot, das halt voll schnittig ist, aber zum Batonieren halt Schwächen zeigt. Und bei dem ist es so, es ist nicht so richtig blatt. In Österreich sagt, also so dick, dass es ein Spaltkeil ist, aber auch wiederum, ja, es ist ein gutes Allround-Messer, das muss ich einfach einmal so festhalten, und dass das stabil gemacht ist, ich glaube, über das brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, und ja, es ist ein richtiger Schneidteufel. Ja, was ist nun mein Fazit zu diesem Messer? Flori hat mir erzählt, dass es Handarbeit ist aus Deutschland von Schmiedeklut. Und das merkt man halt auch, dass hier wirklich Liebe drin ist und dass es sauber und schön verarbeitet ist. Es gibt nirgendwo eine Kante, die grauslich gemacht wird, wie man in Österreich sagt. Ist alles sehr, sehr schön. Es ist leicht, es ist kompakt, es ist ein Alleskönner. Es kann alles, aber halt nichts so total perfekt, meiner Meinung nach, außer tief ins Holz. Und also zum Schnitzen ist es super, wenn du was schnitzen willst, perfekt, perfekt. Aber ich glaube, ich weiß es nicht, ja, ich mutmaße, dass Saki mit diesem Saki Survival Messer, heißt es angeblich, ja auch genau das tun wollte. Also so schätze ich ihn ein, ein Werkzeug zu machen, das du in allen Lagen gut einsetzen kannst. Das sind halt keine Spezialwerkzeuge und das finde ich gut. Es ist leicht, es ist kompakt, mit dieser Keide gescheide. Du siehst, braucht auch überhaupt keinen Platz, ja, einerseits am Gürtel oder wenn du es in der Tasche hast. Also als Outdoor-EDC-Messer eine gute Überlegung. Was ich auch gut finde, ist der Griff. Der Griff eben mit dem Paracord habe ich gleich Schnur mit dabei. Super. Und dass das Paracord oder die Schnur eben nicht so gemacht ist, dass du, wenn du ein bisschen arbeitest, deine Hände aufrauen. Das hasse ich, wie du bist, weil ich lieber Hände habe. Also alles in allem ein gelungenes Konzept. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also an alle, ich kriege ja immer wieder die Frage, besonders auch auf Instagram, aber auch hier auf YouTube. Also wenn du mal auf Instagram besuchen willst, ich gebe da unten den Link, billige Eigenwerbung, komm auf Instagram, da kannst du mir Fragen stellen. Und es ist halt so, fragen mich, was ich vom Saki-Messer halte. Ich konnte immer nur sagen, ich weiß es nicht. Und jetzt kann ich sagen, ich halte sehr viel davon. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr nett. Und wenn dir das Design gefällt und du das Kleingeld dafür ausgeben willst, magst du nichts falsch. Das war's jetzt. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mir einen Kommentar. Schreib mir einen Kommentar, ob du dieses Messer hast, was du davon hältst, was du von diesen Paracord-Wickungen hältst und ja, was du von diesem Messerdesign hältst. Das wäre sehr, sehr schön. Abo dalassen, da gibt es den Link in meinen Shop. Anderes Video. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann und Flori. Danke fürs Leihen. Ich schick's dir zurück mit einer kleinen Überraschung. Bis dann und ciao.